Jungs und Leute, euer Re hier. Willkommen zu der nächsten Folge Replays. Heute mit meinem Mann, Donkey Charles. Servus. Wie immer redegewandt, der Junge. Ja. Was wir später spielen, weiß ich ehrlich noch gar nicht. Haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Aber wir dachten, wir zeigen euch mal, was wir so essen, wenn wir zocken. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von meinem Mann aus den Staaten, Metal Jesus Rocks. Peace, unbekannterweise. Der hat auch so eine Serie, wo er ein bisschen Fingerfood und so zeigt, wenn er zockt und bla bla bla. Und wir machen heute Sandwich Deluxe. Ja, also hier sind die ganzen Zutaten, die man so braucht. Ich zeige euch das Sandwich, wie ich es mache, wie der Charles es macht. Macht er dann für sich. Ich zeige euch, wie ich mein Sandwich mache. So, was brauchen wir alles? Schön Salat, ja. Also schön sauber machen, sonst sind da vielleicht irgendwelche Krabbeltierchen drin oder so. Dann brauchen wir Lays, ganz wichtig, die Riffle Chips, ja, weil das sind die einzigen, die so halbwegs an die guten Ami Chips rankommen, die man hier bei den bei uns Deutschen bekommt. Dann brauchen wir gutes Sucuk, Kochhinterschinken, Fleischwurst, natürlich Sandwichbrot, Mayonnaise. Und Butterkäse, aber ihr könnt jeden Käse nehmen, den ihr wollt. Ihr könnt theoretisch alles so anders benutzen. Ihr müsst nicht genau die gleichen Sachen nehmen, wobei die Chips sind sehr wichtig auf jeden Fall. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Und mein Mann Charles übernimmt. Okay. So Leute, das ist mein Sandwich, so wie er mir schmeckt. Wie gesagt, ihr könnt da eigentlich theoretisch ja machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch noch in den Sandwich Maker rein, dass alles schön schmilzt, aber dann ohne Chips am besten. Was ihr auch noch machen könnt, ist natürlich zum Nachtisch. Machen wir hier, Charles. Ne, haben wir hier noch hier schön Schokolade, Schokolade, Schokolade. Das Obst interessiert uns mal nicht. Das Obst und das Gemüse hier. Und natürlich mein Favorite, Pepsi. So Leute, Charles macht sich jetzt noch schnell sein Sandwich und dann gehen wir rüber. Ich zeige euch ein paar Sachen, die ich auch im Flohmarkt gefunden habe und dann zocken wir was Schönes. Bis gleich. Yo, sind Leute, back again von der Küche und jetzt essen wir mal einen Happen und gucken, wie es uns schmeckt. Also wie gesagt, hier, Leute, das geht ganz schnell für den Hungry Gamer, super geil. Charles, was hast du da drauf? So ziemlich das Gleiche, oder? Ziemlich das Gleiche. Okay, cool. Also, auf euch. Einen guten. Sucuk. Hast du dir auch Chips drauf? Merkst du diese, wie die Chips so und der Salat und der Käse und wie das alles zusammenspielt? Mhm. Okay, Leute. Verzeiht, später beim Gameplay werden wir, ihr hört vielleicht schon, um was für ein Spiel es sich handelt. Wir wechseln uns dann da ab, dann kann der eine seine Mahlzeit zu sich nehmen und der andere zocken. Also sorry für ein paar Essgeräusche hier und da, tut uns sehr leid. Charles, du hast am Donnerstag Geburtstag gehabt. Danke. Oder am Donnerstag, nochmal alles Gute von mir. Danke. Und was haben wir denn für den Charles hier? Eine. Classic Xbox. Danke.
Ja, hab leider nicht selbst gefunden, da müsste der 50 Re. Ja. Ach, scheiß drauf. Nee, aber wir haben sie schon, das einzige Manko, natürlich bekommt der Charles keine, die sofort, die einwandfrei funktioniert. Sie geht an, aber nicht mehr aus. Also über den Ausknopf. Aber wir haben jetzt rausgefunden, wenn wir sie aufmachen, das Ding ist nämlich, wenn wir sie aufmachen und, halt sie doch mal schön hoch, Charles. Wenn wir sie aufmachen, Spiel reinlegen und wieder zumachen, dann geht sie aus. Ja. So, ist mir der Geistesblitz gekommen, aufmachen, Spiel rein, mit der Hand zu drücken, zocken. Und wenn du keinen Bock mehr hast und du fertig bist, drückst du auf den Aufknopf und dann geht die Konsole aus. Aber du checkst es nochmal, ob du es vielleicht doch reparieren kannst und dass sie. Ja. Weil sie ist ein super Zustand. Ja, also. Ne? Richtig schön sauber, vor allem unten. Kein Kratzer. Sie war ja auch in der Xbox-Tasche hier. Ja, mich die bedecken damit und das möchte ich so gerne haben. Die der Charles aber nicht bekommt. Ne, also. Nee, aber hey, viel Spaß damit, Charles. Ja. Und ein bisschen vorher gezockt. Yes, sir. Ich zeige euch mal ganz schnell, was ich so Flohmarktmäßiges gefunden habe. Denn ich war ja wieder unterwegs. So, kurz mein Handy. Dem Charles gebe ich jetzt kurz die Aufgabe. Wenn ich das geöffnet habe, weil das du mir das so hältst und wenn du merkst, dass der Bildschirm dunkel wird, nur mal kurz drauf drücken. Dankeschön. So, zeig mir mal, was wir da haben. Ne, das brauchen wir nicht. Brauchen wir das? Ne, das ist. Ne, das brauchen wir auch nicht. Hä? Warte, nein, hier, zurück. Okay, die. Das brauchen wir. So, genau. Und zwar für den Game Boy habe ich Godzilla und Dragon's Lair. Ja, Dragon's Lair und Godzilla. Jetzt nicht die krassen 1A-Titel, aber ich habe ja im letzten Video gesagt, ich möchte doch anfangen. Das kommt erst später. Ja, ich möchte auf jeden Fall anfangen, also NES, Super Nintendo, alles was mit Nintendo zu tun hat, N64, da so viel wie möglich auf eine Full Sammlung, was ich nie im Leben schaffen werde, aber ne, ihr wisst Bescheid. Nee, okay, ja, cool, das kann ich gleich zeigen. Ja, das war dieses, also das Dragon's Lair und das Godzilla und ein Game Boy Advance. Ja, der erste. Der Händler, der private Verkäuferkollege, wollte 15 Euro und haben ihn auf 13 runtergehandelt. Also für 13 Euro den Game Boy A und die zwei Games, Godzilla und Dragon's Lair. Gott, ist Dragon's Lair schlecht. Ich hab's getestet. Mein Gott, ist das schlecht. Aber man sammelt. So, dann haben wir. Genau. Und das habe ich bei einem Händler gekauft. Man staune. Für den Game Gear Sonic the Hedgehog. Und der Händler wollte 4 Euro dafür, habe ihn auf 3 runtergehandelt. Und ich dachte mir, komm, für 3 Euro Sonic. Sonic kann man schon mal mitnehmen. Ich habe mir sagen lassen von my man Matze, dem ich auch dieses Video hier etwas widme, weil er ist ein riesen Sonic und Sega Fan und ich habe mir sagen lassen, dass dieser Teil von Sonic für den Game Gear ein Port vom Sega Master System 2 ist, das ich noch nicht besitze, aber irgendwann werde ich mir noch ein Master System 2 zulegen, wenn ich einen finde. Also, für 3 Euro Sonic the Hedgehog für den Game Gear. So, dann haben wir zwei Gameboy-Spiele. Und zwar Driver und Burger Time Deluxe. Da ist leider das Label etwas bös gefummelt. Fick. Und ja, der Kollege wollte pro Spiel 1 Euro. Habe ich gar nicht gehandelt. Habe gesagt, alles klar, cool. Für 2 Euro nehmen wir die mit. So, dann geht's weiter. Dann habe ich für die PS2
Serious Sam mitgenommen. Und hab schon öfters Videos gesehen von dem Spiel und Leute loben dieses Spiel in den Himmel. Und ja, da wollte die Dame auch nur 2 Euro. Und es ist ein super Zustand. War da noch was? Ich glaube, da war noch ein Spiel drin, oder? Nee. Ja, wollt ihr 2 Euro dafür, Leute? 2 Euro für Serious Sam. Da habe ich auch nicht gehandelt. PlayStation 2 Spiel für 2 Euro geht immer. Da braucht man nicht rumhandeln. Obwohl, das, da habe ich es auch schon gemacht und habe es für 1 Euro. Ja, ich bin billig. Ja, ich bin billig. Ja, aber egal. Ich brauche Kohle für die nächsten Spiele. Das läppert sich. Kleinvieh macht auch Mist. Wenn ich 5 Games für 1 Euro bekomme, anstatt für 2, ne? Rechnet selbst, weil ich bin scheiße in Mathe. Okay. Charles, du musst einfach nur so machen. Oh, dann kommt das alles klar stehen. So, dann haben wir Resident Evil Outbreak und Kuon. Ja. Horror Survival at its best. Outbreak habe ich mir sagen lassen, ist nicht so ein krasser Titel. Aus der Resident Evil Reihe habe ich noch nie gespielt, aber Resident Evil ist auch so ein Spielreihe, die ich einfach sammeln will, weil Kindheitserinnerungen und so weiter. Und hier Kuon, da wollte der Kollege ja für beide 6 Euro und auf 5 habe ich ihn noch runterkriegen können, also 2,50 Euro pro Spiel. Wobei Kuon doch im 10 bis 20 Euro Bereich liegt, von daher Schnäppchen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, dann eine kleine Story. Und zwar habe ich einen Kollegen, der mich über Facebook also kennt und mich schon mal auf einem Flohmarkt erkannt hat. Ja, der hat mir auf einem anderen Flohmarkt, das waren glaube ich 2 oder 3 Videos vorher, und zwar der Herr Mann von Küste, ein super netter Typ, viel gelabert mit ihm, hatte da einen Stand und hatte, ja, damals vor ein paar Wochen hat er mir 2 Game Boy Advance Spiele einfach so mitgegeben, hat gemeint so, ey, hier, kannst du mitnehmen, das war Hot Wheels und Monster Trucks für den Game Boy Advance, hat er mir einfach so mitgegeben und Super Mario 3 beziehungsweise 4 für den Advance, hat er mir auch geschickt, weil ich gemeint habe, so, ja, ich habe zwar die OVP, aber ich habe das Spiel nicht mehr. Beziehungsweise, ich Idiot, ich hatte das Spiel und habe aber gedacht, es speichert nicht, weil es hat auch nicht gespeichert. Zumindest nach dem ersten und zweiten Level. Habe dann das Spiel mit einem anderen Spiel zum Herrn Mark Steinbrecher geschickt, der sollte mir doch die Batterien austauschen. Dann hat er gemerkt, es hat gar keine Batterien und ich so, what the fuck, ein Fake oder was? Was soll das? Naja, auf jeden Fall hat er mir das geschickt, der Herr Mann von Küste. Ich hab's reingelegt und dann zu meinem Entsetzen, es speichert schon wieder nicht. Und ich so, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich mit meinem Man Titus gesprochen und er hatte doch die rettende Info und meinte, Junge, du kannst erst bei Endbossen beziehungsweise bei diesen Zwischenburgen, wenn du die geschafft hast, dann kannst du speichern. Ich so, alles klar. Und jetzt kann ich speichern. Und hab's komplett. Sehr geil. Herr Mann von Küste, vielen Dank. Dann hat der Herr Mann von Küste mir noch dieses Spiel komplett in Box. Alone in the Dark für den Game Boy Color. Das übrigens richtig krass ist. Also von der Grafik für ein Game Boy Color Spiel sieht das richtig, richtig super geil aus. Er wollte mir das erst, er hat auch gesagt, hier, Junge, nimm das mit, teste es und wenn es dir Spaß macht, behalt's. Und ich so, ey, komm jetzt, aber hör auf, du hast mir so und so viel gegeben, lass mich dir wenigstens 5 Euro geben dafür. Er hat 2-3 Mal abgelehnt und dann konnte ich es ihm doch noch in die Hand drücken. Also 5 Euro, wenn man es so sieht, für 5 Euro Alone in the Dark für den Game Boy Color komplett. Super Mario 3 für den Advanced und die anderen 2 Game Boy Advanced Spiele. Also, ja, Leute, saugeil. Mann von Küste, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. So, das war's mit... Mein Hand ist müde geworden. Wieso, du kennst doch diese Bewegung. Nee.
Du kennst es vielleicht. Nee, du. Ich bin Linkshänder. So, Leute, was zocken wir denn Schönes? Ihr habt es bestimmt schon erraten. Sonic the Hedgehog. Und wie gesagt, schöne Grüße an den Matze. Er hat übrigens auch einen YouTube-Channel. Macht auch Gameplays, Unboxings und alles, was das Zockerherz begehrt. Sehr netter Kollege. Checkt seinen Channel ab. Und ja, wir zocken hier jetzt, wie gesagt. Der Charles und ich wechseln uns ab. Dann würde ich so sagen, let's go. So, da ich ein Super Nintendo Kid war, hatte ich mit Sega nicht viel am Hut. Mein Cousin Sega, da habe ich das hier und da kennengelernt. Der Mats hat mir kurz zur Story, weil man erfährt nicht wirklich viel, hat er mir erklärt, dass der böse Dr. Robotnik alle Tiere in Roboter verwandelt hat und man die befreien muss, quasi. Das ist so die Story. Er meinte, bei Teil 2 gibt es schon eine tiefere Story. Also die tiefer geht. Oh, ich Idiot. Weil ich dir beim Essen eben zugeguckt habe, habe ich meine Ringe verloren. Oh. Hier. Was ich sehr geil finde bei Sonic ist die Musik. Ja. Die ist richtig schön. So, und da ich immer so schön abkack beim Labern, während ich laber, konzentriere ich mich hier ein bisschen mehr als sonst. Schau, immer wenn man einen Gegner plättet, befreit man damit einen. Oh, ein Huppelhase. Unter anderem. Wow. Ich glaube, da unten geht's noch lang. Oh. Ist sehr schade, dass man nicht speichern kann. Es ist sehr, sehr schade. Aber da hatte ich es auch mit Matze drüber. Wir sind heutzutage einfach viel zu verwöhnt. Gut, die Spiele sind heute auch deutlich länger, das muss man natürlich dazu sagen. Aber man ist schon ein bisschen krass gewöhnt, verwöhnt, weil man ja heutzutage an jeder Ecke speichern kann. Da hat er schon recht. Der gute Matze. Aber. Nee. Was? Nee. Dann sollen die Dead Space zocken. Kannst du nur dreimal im Spiel speichern. Stimmt doch gar nicht. Doch. So ein Quatsch. Du musst auf Hardcore zocken. Ja, wenn du auf Hardcore zockst, dann vielleicht. Und das Spiel ist übelst lang. Wie bitte? Und das Spiel ist übelst lang. Ja. Aber ich. Wer ist denn bitte so unterwegs und spielt das auf Hardcore? Achso, und hast du es durchgeschafft auf Hardcore? Ja. Ich gehe mal. Aber das Gute ist, man kann. April. Nee, einen Zweier. Mhm. Habe ich ein Jahr gebraucht. Den Dreier habe ich jetzt in 2 Monaten, weil ich den Marco hatte. Woo! Der dritte könnte man Koop zocken. Hast du schon mal Sonic gezockt? Auf die sind sie gar nicht. Also, du brauchst eigentlich nur den zum Springen. Und wenn du nach unten drückst, dann rollt er sich zum Ball. So, Leute, ich widme mich jetzt mal meinem Sandwich. Mhm. Oh, Charles, hier, du spielst schon. Wo? Nein! Nein, nicht da reinfallen, nicht da reinfallen, nicht da reinfallen! Nein! Internet hat sich gedreht. Ist so schön, die Musik. Oh. Ey. Was? Ich will auf diese Schaufel drauf. Ja, du musst. Muss nach links, muss von oben drauf springen. Ey, ich komm da drauf, ey. Ja, dann renn halt. Nimm Anlauf und renn da hoch.
Mhm. Vorsicht. Oh, Alter, ich gehe einfach weiter. Boah, das. Oh, schnell ein paar Ringe einsammeln. Oh Mann. Wie ist es, wenn man bei Sonic 100 Ringe einsammelt, kriegt man dann ein extra Leben? Ich glaube schon. So wie bei Mario? Ah, es kann sein, das. Schon, oder? Sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Ey, wie man da hochkommt, keine Ahnung. Mein. Wow. Boah, ist knapp. Alles schmeckt so geil. Sujuk. Für die Länge. Boah, shit. Ja. Ein Moment, ich muss meinen Durst löschen. Ich habe meinen Pepsi-Deal leider immer noch nicht. Drücken Sie doch mal Start, Herr. Leute, auf euch, ein Schluck. Prost. Mensch. Und ich hole mir meinen trinken. Wo? Hier. Dein zweites. Der Charles entschuldigt sich kurz für die Küche. Entschuldigung. Durst. Muss sein. Und wir machen hier weiter, Leute. So, Oh shit. Ist so schön. Das ist doch ein Spiel und nicht dieses Kack-Barbie-Kack da. Ah, Charles ist back. Back again. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wie gesagt, bei Matze auf dem Channel vorbeizuschauen. Also das, sein Channel wird MA Leerzeichen oder MAT Leerzeichen ZE geschrieben. Matze. Wow. Und der hat ein Video, das nennt sich Let's Bastel. Und der bastelt der ein 3D Sonic Stage in diesem Style hier, wie wir es hier sehen. Sehr geil gemacht. Einfach mal suchen, das Video findet ihr bestimmt. Beziehungsweise ich werde euch den Link von dem Video unten hier posten, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Ist echt sehr geil gemacht. So, wie viele Ringe habe ich jetzt? 40? Oh, die ganzen Hardcore-Noobs. Verpasst die ganzen Geheimwege. Und so. Ja. Ja, aber in erster Linie will ich einfach mal weit kommen. Und das Spiel vielleicht mal durchschaffen. Ah, shit. Oh. Entschuldigung. Renn, Sonic! Wow, shit! Charles, red nicht so viel, bitte. Ich konzentriere mich. Ja. Oh. Konzentrieren und zocken sind zwei verschiedene Dinge. Wow. Achtung, das bricht, ja? Ja, hä? Ich mit mir. Oh. Wow! Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt kommt der Bosskampf. Wow, hast gesehen, das war richtig slick. Ich glaube, auch ein Bosskampf bekommen wir auf den Viecher. Oh.
Weißt du, wo Sonic richtig Spaß gemacht hat? Wo? An der Sega Dreamcast. Da hab ich nie gespielt? Nee. Nein. Hast du nicht Sonic und Shadow gezockt da drauf? Nein, ich hab das leider nicht. Ja, jetzt kommt der Bosskampf. Jetzt kommt der Robotnik. Ah, nein! Aber der ist ganz easy. Nein! Robotnik. Robotfick. No, bitte nicht. Robotfick. Yeah, man, das war's. So, der Herr. Jetzt ist der Charles wieder dran. Achso, warte mal, das Level geht weiter. Give me that. Das Level geht weiter. Ah, 2 Sekunden. Jetzt darfst du. Hüpfi, hüpfi. Süß. So, jetzt esse ich meine zweite Hälfte, Leute. Das ist echt geil, vor allem mit diesen Chips da drin. Mm. Weißt du, diese Musik in dem Level hier, die ist schon ein bisschen so. Mhm. So. Willst du tanzen? Nein, ich hab vergessen all die Dinge. Der Herr? Ihr wisst, was ich meine? Hm. Ja, fällt alles runter? Nein. Fuck. Renn weg, Mann! Oh. So, wo geht's jetzt hin? Hoch. Nein, nein, hier. Links. Ja. Ich glaube, ich gehe mir gleich noch eins machen. Den Block musst du darüber schieben. Ja. Auf das, genau. Kurz davor, ey. Das war nicht schlecht. Komm schneller. Oh. Glück gehabt, dass du dieses. Da musst du aufpassen, ja. Entschuldigung. Da kommt später noch eine richtig miese Stelle in dem Spiel. Boah, das war ja. Hol den Ring, du musst die Ringe immer holen. Jetzt zu spät. So, muss jetzt drauf. Warte, du musst es warten, bis es runterkommt. Jetzt drauf springen. Und dann. Nein, nein, zurück, geh weg. Warte mal. Wenn das hoch geht, musst du drunter und dann auf das andere springen. Nee, geh wieder nach links. Ich bin jetzt genau hier in der Mitte. Okay, jetzt, spring da drauf. Ja. Jetzt so. Und bin da. Jawohl. Nein! Oh Mann. Du musst ein bisschen langsamer spielen. Leute, ich versuche auch, so gut es geht, mit geschlossenem Mund zu essen. Normal geht es hier nicht immer so gesittet zu. Geschafft. Oh, nice, man. Oh Mann. Warte, da liegt noch ein Chip, das will ich noch haben.
Achso, warte mal, das war gar nicht da mit dieser schwierigen Stelle. Kommt erst noch. Wir haben noch kein Leben verloren. Das lobe ich mir. Vielleicht schaffen wir das ja durch. Nein! Nein! Ah, shit! Ah. Aber das haben sie ein bisschen von Mario, ne? Ein bisschen. Oh shit! Oh, oh, oh. Nein, nein! Oh. Charles, red nicht so viel, Mann. Ich muss mich konzentrieren. Silent Donkey Charles. Oh. Oh. Ah. Oh. Hä? Wie? Hä? Ja, wegen dem Schild. Oh. Darkwing Duck. 2, 1, Risiko. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesungen habe. Oh, so. Swing, swing. Hm. Ah, so macht man die platt. Verstehe. Das hat mich letztens schon voll erschreckt, die Stelle. Oh. Voller Jumpscare. Ha, im wahrsten Sinne. Ja, yeah, aber nicht zweimal. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Was ist ein Grafik? Nein! Nein! Oh, Mann. Echt jetzt? Mhm. Aber da ist noch ein Stein. Oh. Wir sind gleich fertig, Leute, keine Angst. Wem gehört dieses Schloss überhaupt? Ist doch ein Schloss, oder? Oder was ist? Schaut mehr aus wie Katakomben. Nein! Oh, das ist ein Grafikfehler, ne? Hast du es gesehen? Mit dem Block da, der verschwindet immer. Ja, okay, dann wem gehören die Katakomben? Kann noch irgendjemand gehören? Boah, du Sau, oder? Komm schon, Sonic. Ah. Ey, vielleicht schaffen wir das Spiel wirklich durch, ey. Kann sein. Wäre ja krass. Lala. Huhuhu. Ich hasse es, die anzugreifen. Ja. Uah. Jawohl, jetzt. Aber man muss die am Kopf treffen. Das habe ich am Anfang nicht gerafft. Ich dachte, das Teil wäre unzerstörbar. Erst aber. Achso, ich habe hier den.
Den Stern. Alter, das Level ist schon krass, ne? Irgendwie geht voll lang, vor allem voll lang. Apropos. Der Herr. Mhm. Ich scrub noch meine Reste vom Teller. Chips und Salat. Ah, du darfst immer die Bonus-Levels machen. Nichts für Epileptiker. Auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Da darfst du nicht reinfallen. Hey, Charles geht ab mit den Ringen. Ey. Herr der Ringe. Oh, oh, was ist das da in der Mitte? Ist, kriegst du das? Nee. Hä? Doch, man, du musst doch da reinkommen irgendwie. Keine Ahnung. Was mit dem R? Ah, schade. Ja, schau hier, die Dinger verschwinden. Ja, du musst es oft genug berühren. Mhm. Ah, nein. Jawohl, jetzt. Ach. Jawohl. Oh. Nein. Ja, komm. Yeah, fett. Boah. Ja, geil, Mann. Schwierig wie Sau, aber. Chaos Emeralds. Ist das, war das jetzt schon, war das jetzt wieder ein Level oder? Jetzt weiter machen. Nö, spiel so ruhig so. Ich guck zu. Man kann nicht continue. Marble Zone Act 3. Ja, der Charles geht wieder drauf, ohne Erbarmen. Hol den Ring da, ja genau. Ich springe auch noch, ey. Ich habe jetzt gedacht, das trifft mich, dann wollte ich springen. Ah, jetzt muss ich auf das Ding springen. Ja. Könnt ihr auch mit offenem Mund pfeifen? Nein. Ey, du hast mich gerade gestört, ey. Oh, ich hab dich... Ja. I'm sorry, man. Ja. That's the way gaming go. Ich zitiere die lieben Game Chasers. Muss dir später mal eine Folge zeigen von den Jungs, die sind super. Oh nein. War das meine Hand? War das meine Hand? Im Weg? Tja, dann bin ich wohl wieder dran. Ja. So, jetzt machen wir uns. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir mal einen Speedrun. Komm schon. Aus Charles seinen Fehlern lernen hier. Schau dir das an, Alter, wie ein Ninja. Oh! Okay. Ha! Aber das ist echt krass gemacht, du darfst kein Haar da drin haben. Sonst bist du geplättet. Geh mal hin. Ah, scheiße. Ah, fuck. Oder?
Und hüpf. Habt ihr auch so viel Spaß wie wir gerade? Ja, aber ich finde es geil. Sonic gefällt. Oh, nein, nein! Nein! Sonic ist saugeil. Also mir gefällt's. Volle Kanne. Geil gemachtes Spiel. Oh, wir sind bei der letzten Nerv manchmal. Ich glaube, hier bin ich das letzte Mal gestorben, als ich das gespielt habe. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Boah. Voilà. Was ist das hier eigentlich? Warum? Aber mir gefallen die die Levels an der Oberfläche gefallen mir auf jeden Fall besser. Ich bin nicht so der Katakomben-Typ. Ich mag es nicht so dunkel und feucht. Ne? Egal. Kann man zwar durch verstehen. Muss man aber nicht. Kann man aber. Alles will ich töten, ey. Hat die Mega Drive eben gefurzt? Nee, das sind Boxen. Achso, das sind. Wow! Wow! Ey! Okay, aber ich hab meine Ringe noch. Wenigstens. Oh shit! More bats! I'm Batman! Yeah! Den Fuchs befreit! Charles, ich sag's jetzt zum letzten Mal. Red nicht so viel, du störst mich. Ja. Yeah. Den Hof fixiert auf Sonic gerade. Ja, ne? Das zieht einen richtig rein, das Spiel. Ja, auf jeden. So 72 Ringe, mal gucken, was passiert, wenn ich 100 erwisch. Ja. Entschuldigung. Nein, nein, nein! Nein! Oh. Genau reingesprungen. So. Dann Austin, wie seine Fehler. Gehe ich gerade zurück? Ich glaube, du gehst gerade zurück, du musst da lang dann. Aber ich glaube, wir machen nach dem Level dann Tuck, weil sonst wird das wieder eine 3-Stunden-Folge. Womit ich eigentlich kein Problem habe, aber ich glaube, dass euch das ein bisschen langweilt. Außer ihr sagt es mir anders, wenn ihr wollt, dass die Folgen länger sind, was sie ja eh meistens sind. Sagt mir mal echt eure Meinung dazu, das würde mich nämlich interessieren, weil ich viele Let's Player sehe, die denen ihre Videos 20 Minuten gehen, was auch absolut cool ist. Und ich selber finde, dass es eine perfekte Länge ist für ein Video, aber ich weiß nicht, wenn ich dann hier zocke für euch, dann will ich einfach mehr zeigen als nur 20 Minuten, weil ich das Spiel auch gerade geil finde. Also sagt mir eure Meinung, würde mich interessieren. No. Überlängen-Videos, cool oder nicht cool? Auf euch. Boah. Komm. War das dein Ernst jetzt? Ja. Für bald. Ja. Du bist nicht hochgesprungen? Wollte ich gerade. Ha ha.
Nee, aber genau das ist, was der Matze meint. Wenn wir jetzt überall speichern könnten, dann wird es doch. Dann wird es doch gar keinen Spaß machen. Da wäre echt der Reiz weg. Also ich verstehe ihn davon ganz. Ne? Damals musste man Spiele halt noch meistern. Das ist echt nicht mehr so wie heute. Oh. Bleib da. Oh. Oh. Mahlzeit. Mahlzeit. Woo! Jawohl. Der ist echt tricky mit seinen Stacheln. Also der. Ja klar, der kann im Lava. Schau mal! Der kann im Lava davon hüpfen, aber. Mich bringt's um, oder was? Nur weil ich blau bin. Nur weil du blau bist. Das müsste in jedem Fahrstuhl laufen, das Lied. Also das Instrumental hier. In jedem Fahrstuhl. So. Nein! Oh, das ist... Mehr Geduld. Mehr Geduld, junger Padawan. Übrigens, der Charles ist 24 geworden. Man glaubt es kaum. Alter Mann geworden. Komm erstmal in mein Alter. Kannst du das von mir behaupten? Hm. Jawohl. Okay, aber Checkpoints wenigstens, das ist cool. Ja, aber sobald das Spiel ausschaltet, hast du den Speicherstand nicht mehr. Ja, da hast du recht. Aber ich finde es gut, zumindest Checkpoints sind gut. Ja. Arsch. Ah, ne, hier habe ich es auch noch hergeschafft. Stimmt, jetzt kommt nämlich der zweite Boss. Der allerdings auch nicht sonderlich schwer ist. Aber ich würde sagen, wenn ich diesen Boss hier schaffe, dann machen wir Schluss für heute. Denn ich will mir noch ein Sandwich machen. Und will euch nicht damit langweilen, wie ich das esse. Nochmal. So, der Ropofik ist erledigt. Ja. Und jetzt? Ah, geht noch weiter hier kurz. Jetzt sind mal die ganzen Bunnies und so wieder frei und. Ja. Schafft. Ja. Ich freue mich schon auf Teil 2 und 3. Ich habe ja auch noch nie mal angezockt, aber noch nie weitergespielt, wirklich. Ja. Ein Leben haben wir noch. Aber jetzt hat die Folge genau. Also das Gameplay hier. Ja. Egal, Leute. Ey. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich jedes Mal, wenn ich ein paar Zuschauer bei mir hier habe. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Mr. Donkey Charles. Kein Ding. Ich hoffe, du hast Spaß mit der Xbox. Auf jeden Fall. Ja, Leute, in diesem Sinne, wenn euch der Scheiß gefällt, liken, subscriben, kommentieren. Wir sind draußen, yo. Ciao. Ciao.